Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Savtech Agents. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Heute befinden wir uns mal im Startbildschirm, denn es ist gerade der Shadow Creature vor mir. Ich bin nämlich gerade im Darklands Biom und ich will nicht, dass sie mich angreift. Deswegen starten wir lieber so, hier vorne. Da ist sie. Wir haben schon mehrere getötet und die Dinger sind echt sehr, sehr OP. Ich bin auch schon einmal gestorben, weil die Teile praktisch... Ich habe mir auch ein Speer gebaut, weil er halt viel besser ist als ein Schwert. Eigentlich nur, weil er keine Haltbarkeit verliert. Das ist ziemlich cool daran. Und... Badabum, da ist er. Und das sind auch die Dinger, nach denen wir hier ein bisschen handeln. Und zwar diese Shadow Gem Shards. Die brauchen wir. Und aus denen machen wir uns praktisch bessere Sachen. In der Press machen wir uns aus einem Shadow Gem. Und zwar eben aus mehreren davon. Das heißt, aus 9 Stück werden, glaube ich, einer. Genau. Und wir brauchen praktisch später einen Shadow Gem. Deswegen wäre das ganz gut, wenn wir die bekommen. Es gibt auch verschiedene große. Das ist zum Beispiel jetzt ein sehr, sehr kleiner. Eine Shadow Creature. Da sind aber ein Shadow Monster. Und es gibt noch irgendwie Shadow... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Shadow Beast oder sowas? Oh, guck mal, davon haben wir jetzt so Fragmente bekommen. Die kleinsten also. Ja genau, es gab noch viel, viel größere. Und die haben mich einfach gewone-hitted. Also der war krass. Diese Teile hier nicht, sondern eben nochmal so andere Shadow-Dinger. Die haben erstens so komischen Atem versprüht, der ziemlich viel Schaden gemacht hat. Und wenn sie mich einmal gehittet haben, war ich halt sofort down. Deswegen, mit den Großen lege ich mich lieber nicht an, mit den Kleinen ist das noch okay. Und ich hoffe, wir finden jetzt nochmal einen, weil einen bräuchten wir eben mindestens noch. Guck mal, die Trompetenskelette hier. Ich finde es halt geil, dass, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es gibt diese Skelette und die haben halt Trompeten statt Pfeil und Bogen, weil es praktisch noch keinen Pfeil und Bogen gibt. Nehme ich jetzt zumindest mal an, dass es deswegen so ist. Ich weiß gar nicht, ob die Zombies auch welche droppen, aber... Das, oh, guck mal, hier ist noch einer. Hey, da vorne ist noch mal einer, das ist sehr gut. Wir bräuchten da praktisch nur noch einen Shadow Gem oder einen Shadow von den größeren Dingern, ne? So, jetzt haben wir 10 davon und damit können wir die Gem Shards machen. Und aus 9 von den Shards können wir uns eben einen kompletten Shadow Gem machen. Und warum wir die eigentlich brauchen, erkläre ich euch auch gleich. Und am besten mache ich das, wenn wir wieder zu Hause sind, denn ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Was ist das denn hier? Ist das Salz? Sieht irgendwie danach. Ah. Okay, jetzt bin ich hier runtergefallen. Sind wir schon mal hier? Ja, das ist Salz. Krass. Die haben wir so ausgetrocknet oder so. Werfen wir das mal ganz kurz weg. Salz können wir eh wieder gebrauchen, deswegen können wir das mal mitnehmen. Ja, wofür wir die Dinger brauchen, das erkläre ich euch gleich, wenn wir wieder zu Hause sind. Also, machen wir ganz kurz einen Schnipper. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir zu Hause sind. So, und dann sind wir wieder zu Hause. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Das Modpack ist nämlich zwischendrin nochmal abgestürzt. Aber jetzt funktioniert ja alles wieder. Und jetzt ist, glaube ich, alles soweit. Good to go. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben sogar ein bisschen Schweinezeug mitbekommen. Denn wir haben natürlich ein bisschen Essen unterwegs gebraucht. Deswegen können wir das noch braten. Den Rest muss ich leider so essen. Wir haben auch Corallium-Plagued Flesh bekommen. Das werde ich jetzt noch nicht essen. Mal gucken, ob wir daraus noch irgendwas Cooles machen können oder so. Aber wir haben natürlich die ganzen anderen Sachen, die ziemlich cool sind. Das heißt, wir haben jetzt unsere Shadow Gems. Und um euch jetzt zu zeigen, was wir eigentlich damit machen wollen, schauen wir uns die ganzen Rezepte mal an. Denn wir wollen ja sehr, sehr viele Dinge machen. Nummer eins, oder wir wollen in dieser Hopper-Stage ein bisschen weiterkommen, die wir hier unten haben. Das heißt, wir brauchen bessere Hopper. Dafür brauchen wir erstmal den Wooden Hopper MK2. Und für den Wooden Hopper MK2 brauchen wir noch Strings. Und die sollten wir auch nochmal bekommen. Ich frage mich, ob unsere Sachen hier schon gewachsen sind, aber wahrscheinlich noch nicht, ne? Das heißt, hier Cotton oder so sollte... Nee, ist leider noch nicht gewachsen. Schade. Und ich habe gerade gesehen, dass Cotton nicht nur im Süden wächst, wie in der letzten Folge angenommen, sondern in dem Darkland-Biom zum Beispiel war auch ein bisschen was. Also... geht dort scheinbar auch. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, einen ziemlich hilfreichen Tipp, und zwar, dass ich auch einfach Schafe scheren kann. Daraus kriege ich dann so Wollklumpen und das kann ich dann wiederum benutzen, um Strings zu machen. Also machen wir jetzt gerade mal ein bisschen Flaked Flint, um uns praktisch eine Flintschere zu machen. Und dann gehen wir gleich mal ein bisschen auf Suche nach Tieren und da kriegen wir dann eben hoffentlich das ein oder andere Zeug raus. Genau. Und noch eine andere Sache. Wir können unseren Crafting Rock, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, waren das zwei hiervon? Ne, einfach einer hiervon, okay. Den können wir hier unten reinlegen. Dann haben wir praktisch immer den Stoff. Oh, Alter. Okay. Oh, ja. Das war sehr, sehr laut. Wir wollten einen Workstump haben, ne? Genau. Also dafür wollen wir jetzt nochmal einen normalen Holzstamm und praktisch den Chopping Block. Alter, war das laut, ey. Okay, kurz erschrocken, aber nur ganz kurz. Warte, wir wollen ja noch einen hiervon. Können wir da ganz kurz aufs Eck legen? Das hier zum Beispiel. Dann kriegen wir einen neuen. Und ich meine, wir könnten uns auch irgendwann den MK2 machen, aber
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt unbedingt brauchen. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Denn mit dem MK2 kann man praktisch mehrere Sachen gleichzeitig craften, was natürlich sehr, sehr gut ist. Deswegen wäre das vielleicht sinnvoll. So, und du kommst wieder weg. Und jetzt haben wir eine Schere. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf die Suche nach Schafen. In die Richtung wäre vielleicht sogar schlauer, weil wir da ein freies Feld haben. Aber ansonsten gucken wir ganz kurz hier, ob wir ein paar Schafe finden. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier welche waren, denn da sind wir schon entlang gelaufen, als wir ein bisschen Kocken gesucht haben. So, okay, gut. Suchen wir einfach ganz gut Schafe und dann können wir uns damit hoffentlich ein bisschen mehr Wolle basteln. Das wäre sehr, sehr cool. Da sind wir wieder in unserem vertrauten Zuhause. Was geht denn ab? Tada! Jetzt können wir nochmal ganz kurz unser Fleisch hier wieder weglegen. Denn ja, wie ihr seht, Essen ist natürlich noch nicht ganz so gut at the moment. Leider. Aber das wird hoffentlich besser. Wir gehen mal ganz kurz direkt ein bisschen schlafen. Sonst haben wir hier die ganze Zeit sehr lauten Regen. Aber machen wir auch so. Und dann können wir direkt weitermachen. Das ist sehr, sehr cool. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Wir haben hoffentlich gleich keinen Regen mehr. Unser Pferd ist auch immer noch da, das ist sehr gut. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen von diesem White Fleece bekommen, also eben von Wolle, so gesehen. Und das können wir praktisch jetzt mit unserem Flint Knife hier zu jeweils 4 Strings verarbeiten. Das ist halt schon sehr, sehr krass gut, wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen Sachen. Und daraus können wir jetzt eben ein Cobweb bauen. Das heißt, 5 Strings zusammen mit ein paar Sticks werden zu einem Cobweb. Und dann haben wir die ganzen anderen Sachen. Perfekt ist natürlich auch, dass ich jetzt gerade meine, wie heißt es, meine Sticks weggeworfen hat, damit ich andere Sachen machen kann. Aber ich glaube, so kriegen wir Strings, oder? Sticks, meine ich. Ist das richtig? Weiß ich gar nicht. Würde ich gerne mal ausprobieren. Er muss noch mal ganz kurz machen. Und dann kriegen wir, glaube ich, gleich die ersten 4 Sticks, hoffentlich. Sehen wir gleich. Jawohl, das sehen nach Sticks aus und wir kriegen 4 Stück raus. Perfekt, okay. Was mache ich dann jetzt mit dem Rest? Ich habe so viele Sachen im Inventar, mit denen ich weiß, was ich tun soll. Verdammt. Okay, also jetzt wird sich natürlich der MK2 Workstone tatsächlich lohnen, wenn wir den demnächst mal bauen würden. Machen wir, glaube ich, auch. Denn viel brauchen wir dafür eigentlich nicht. Und die meisten Sachen, die wir brauchen, die haben wir eigentlich eh schon. Deswegen, ja, sollte da, glaube ich, alles ganz gut mit dabei sein. Ich habe auch Gras geholt, wie ihr gesehen habt, vielleicht. Das brauchen wir nämlich auch noch gleich. Und damit werden wir eben auch gleich noch arbeiten. So, nehmen wir den Stein hier raus, machen ein bisschen Rechtsklick und da haben wir unser Cobweb. Sehr geil. Und das brauchen wir jetzt eben, um uns unseren Hopper zu machen. War das richtig? Den MK2 Hopper? Jawohl. Dafür brauchen wir nämlich nur normalen. Wir brauchen das Cobweb und wir brauchen ein bisschen Rinde. Rinde haben wir auch. Es stört mich ein bisschen, dass das Mausrad hier drin nicht so ganz funktioniert. Also man kann die Items nicht so gut hier rausscrollen. Aber hey, geht schon auch. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal dich hier ganz kurz weg und tauschen dich zu, oder wir nehmen den und machen ihn eben zu einem neuen Hopper. Und tada, sehr gut. Dann können wir den jetzt nämlich hier mit da reinlegen, den Stein nehmen und da sind wir. Hopper MK2, jawollo, perfekt. Und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir nämlich das erste freigeschalten, was sehr, sehr geil ist, denn jetzt kommt die nächste Schmiede, die wir uns hier machen können. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Dafür brauchen wir jetzt praktisch noch den Framed Grill Goodness oder Flamed Grilled Goodness. Und das ist ein Hopper, der den Block über sich warm hält. Steht, glaube ich, auch dabei, oder? A Hopper that moves items and keeps blocks above it hot. Das heißt, den können wir eben benutzen, um zum Beispiel den Grill zu automatisieren, was natürlich auch sehr, sehr geil ist. Und wir stellen jetzt erstmal den Hopper hier wieder zurück, beziehungsweise werden wir den wahrscheinlich gleich wieder benötigen. Aber für jetzt kommt er da mal wieder hin. Denn um den besseren Hopper zu machen, also den Flamed Hopper, Flamed Grilled Hopper, brauchen wir die Sachen, die ich euch gerade angesprochen habe, und zwar den Shadow Gem. Und dafür brauchen wir die Presse. Dafür brauchen wir nämlich 9 von den Shadow Gem Charts und wir haben 8 davon. Und wir können eben wiederum 9 von den Fragmenten dazu machen. Das heißt, jetzt brauchen wir erstmal noch die Presse, das Ding hier.
Und das geht schon mal nur mit dem Horse, okay? Das heißt, wir brauchen noch mal mehr, mehr Leads. Und die machen wir uns so. War das richtig? Ich glaube, ja. Ich hoffe. Nicht, dass es wieder falsch war. Doch, war nämlich genau andersrum. Das heißt, zwei Strings und eins in die Mitte wird zu einer Lead. Nein? Ah, nein, oder? Nein, warte. Wir haben was komplett falsch gemacht, ne? Zwei Strings. Ah ja, wir brauchen noch Leather Cordage zuerst. Okidoki. Dann machen wir das nochmal ganz kurz. Das hier zusammen mit dem wird dann zur Leather Cordage. Perfekto. Und haben wir noch Leather Strips irgendwo? Da haben wir die alle verarbeitet. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir alle verarbeitet. Dann machen wir uns nochmal ganz kurz mehr davon mit unserem Workblade. Das ist hier. So, so. Und dann können wir jetzt die nochmal zu mehr, ups, mehr davon machen. Zack, 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 zack. Du wirst zum nächsten und zack, 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 zack. Perfekt. Okay, dann craften wir das mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Presse wieder fertig haben. Und da ist sie, unsere Presse. Jawollo, die Horse Press. Und die benutzen wir jetzt praktisch, um das Ding hier auszutauschen. Also unseren Chopping Block. Den brauchen wir jetzt nämlich erstmal nicht mehr. Und ich muss hier ein bisschen gucken, dass mir das Pferd nicht vor die Hand läuft. Okay, perfekt. Und dann kommt jetzt praktisch die Presse hier oben drauf. Das Pferd verbinden wir wieder damit. Das kennen wir alle schon. Wo ist unsere Leine hingehüpft? Oder hat die vielleicht... Ah ja, die hat auch aufgenommen. Okay, dann machen wir Pferd und das hier. Und, ups, warte, das hier. Und jetzt müssen wir hier praktisch die Sachen reinwerfen. Das heißt, erstmal die Shadow-Fragmente, 9 Stück auf einmal. Und das Ding, oh, das arbeitet sogar wirklich. Oh, warte, ich glaube, das geht jetzt nicht, ne? Oh, doch, funktioniert. Wie cool, guck mal. Das heißt, das Pferd presst jetzt praktisch die Blöcke zusammen. Sehr, sehr cool. Auch die Animation davon praktisch. Wie er das jetzt macht. Ah, und jetzt ist er fertig. Und jetzt haben wir hier den Shadow Gem Shard. Geil. Und die können wir jetzt 9 Stück eben zu dem nächsten machen. Und zwar zu dem Shadow Gem. Und danach können wir an den Flamed Hopper gehen. Richtig? Flamed... Ups, ich bleibe einfach mal hierbei. Genau, dann haben wir den Shadow Gem. Dann brauchen wir eben noch Holz. Das haben wir eigentlich auch schon. Brauchen wir da wirklich die... Oh, wir brauchen spezielle... wie heißt es? Ah, okay, wir brauchen spezielles Holz über die Totemic-Geschichte. Das heißt, wir müssen die Dinge hier auch noch machen. Okay, das ist sehr, sehr cool. Aber generell praktisch, der Flametopper ist praktisch so, ja, mehr oder weniger der Step in die nächste Generation oder in das nächste Zeitalter. Deswegen benötigt er sehr viele Items, die wir davor jetzt erstmal machen müssen. Das heißt, wir müssen Abyssalcraft machen. Wir müssen diese Totemic-Sachen machen und wir müssen sogar hier oben noch weiterspielen, damit wir, an Charcoal Dust kommen. Das ist nämlich auch eine Sache hier. Charcoal Dust. Und dafür brauchen wir den Millstone. Und der Millstone, der ist von Better With Mods. Eine super coole Mod. Eine super alte Mod vor allem. Das war wirklich, ich glaube, eine der ersten Mods, die es damals überhaupt gab. Mit, oh, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Wolves. Ich glaube, das hieß auch Better Than Wolves oder so. Glaube ich. Also ein super, super frühes Modpack, das sehr, sehr krass war. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der YouTuber hieß, der das so bekannt gemacht hat. Es gab einen YouTuber, der das früher mal gespielt hat, der das bekannt gemacht hat, aber der ist irgendwann, glaube ich, auch ziemlich unbeliebt geworden. Ich weiß aber gar nicht, wieso. Aber ja, gab es auf jeden Fall auch mal. Okay, gut, machen wir aber mit den Items hier weiter, denn das ist auch eine ziemlich coole Sache. Es gibt von, ich weiß gar nicht, ob die von Abyssalcraft sind oder woher die kommen, aber es gibt hier diese Strainer, und also praktisch ein Sieb, das man sich bauen muss. Und die Siebs sind praktisch so aufgebaut, dass sie alle verschiedene Loot-Table haben. Das heißt, aus jedem Sieb kriegt man unterschiedliche Items. Steht auch hier mit dabei, glaube ich. Genau. Each Strainer Type has a different Loot Table. Das heißt, jedes Sieb bekommt andere Items. Und wir brauchen praktisch erstmal die Strainer Base. Und dafür brauchen wir den Bodenhopper MK2. Nehmen wir dafür jetzt einfach den wir schon haben. Ich meine, genug Holz haben wir zurzeit schon mal. Ah, nee. Ich werde das eh noch mal ganz haben. Beziehungsweise doch, wir nehmen den und bauen uns einfach einen alten Hopper hier hin. Weil... Hier brauchen wir nicht unbedingt einen MK2. Mit Doppelpunkt P sogar dahinter. Ja, geil. Okay, der kommt hier hin. Dann brauchen wir Holz und Sticks. Das haben wir alles noch da drüben drin. Und wir brauchen nochmal eine Chest. Das heißt, wir brauchen eh nochmal mehr Holz und noch mehr Sachen. Ah, und unser Shadow Gem ist fertig geworden. Habe ich gerade gesehen. Das ist sehr, sehr cool. Das freut mich doch. So, dann kommen die Dinger hin. Und hier drunter kommt jetzt nochmal eine alte Chest. Ja gut, die müssen wir uns natürlich zuerst bauen. Bevor wir die Geschichte hier machen. Das heißt, wir machen so und bauen einen Rock. Genau, und ihr habt mir gesagt, was ich sehr cool finde, man kann sich, aber nun auch nicht, man kann sich die Steine auch craften. Das heißt, aus einem werden 9 hiervon. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Guck mal einer an.
Und dazugelernt habe ich auch noch nicht, denn einen Stein kann ich natürlich weglegen. Hups. So, und das hier kommt hier rein. Dann haben wir dich. Und dann können wir dir schon mal da weglegen. Du kommst hier unten rein. Sticks kommen hier oben mit dazu. Und dann machen wir Badabing. Jawollo. Dann haben wir jetzt nämlich, du kommst wieder weg, unsere Strainer Base. Und das Ding muss in Wasser stehen. Steht wahrscheinlich auch mit dabei. A generous items, while in water, requires a strainer. Cool. Also, das Ding hier stellt man praktisch ins Wasser. Und dann kommt ein Strainer mit dazu. Oh, es gibt sogar Gebates. Das ist ja cool. Okay. Und das kann man sich eigentlich vorstellen wie die Siebe aus Skymod Packs. Also, ihr kennt ja vielleicht die Skymod Packs, in denen man einfach immer Gravel und Sand siebt. Und so ähnlich ist das hier auch. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Sieben, wie eben zum Beispiel String, Flint, Eisen oder so. Und hier gibt es jetzt eben Survivalist Dense, das heißt ein dichteres Sieb, das eben kleinere Partikel durchlässt. Und es gibt das Fisherman's Strainer, also das Fisherman's Sieb. Und je nachdem, welches Sieb ihr installiert habt, kriegt ihr verschiedene Items. Ich weiß aber nicht, dass es zum Beispiel Bait oder sowas gibt. Aber gut, wir wollen praktisch einen Shark Tooth haben, denn den brauchen wir ebenfalls für diesen Hopper, wie man hier sehen kann. Und den bekommt man eben entweder aus dem Unfamiliar Item, oder aus dem Survivalist Strainer Dense. Und das bekommt man, indem man 6 Strings hat und das Ding dann nochmal mit Sticks umrandet. Das heißt, du wirst jetzt erstmal zu... wo ist mein Stein hin? Ah hier, mein Inventar, lol. Genau, also du wirst erstmal zu den Strainern und da kriegen wir sogar 2 Stück von raus, das ist ziemlich cool. Und die umranden wir dann mit Sticks und dann kriegen wir praktisch ein Dense-Sieb daraus. Nein? Habe ich es falsch gemacht? Oh oh. Habe ich es falsch gemacht? Strainer. Wahrscheinlich schon, ne? Dense nicht. Nee. Schaff, bitte, hol Sticks. Warte mal, habe ich irgendwas... Ach, Leute, ich habe vergessen, hier oben einen Stick hinzulegen. Okay, jetzt funktioniert es zum Glück wieder. Gut, dann legen wir hier nochmal ganz kurz einen hin und machen einfach ein zweites davon direkt. Zack, 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 zack. Badabing, dann legen wir das hier wieder weg. Und dann kriegen wir den zweiten Strainer. Dann können wir dich hier wieder abbauen. Ich muss echt irgendwas gegen mein Inventar machen, ne? Am Anfang hat alles so gut ausgesehen und dann wird es einfach immer schlimmer und schlimmer. Danach ging es nur noch bergab. Okay. Haben wir wieder einen freien Slot, jawohl. Und das Ding müssen wir jetzt eben ins Wasser stellen. Ich weiß nicht, ob es einfach stilles Wasser reicht. Und auch nebenbei gesagt, viele von euch haben mir geschrieben, ich habe doch einen Brunnen hier, wieso gehe ich immer runter ins Wasser? Es gibt hier keine unterirdischen Wasserquellen, zumindest keine standardmäßigen. Das heißt, der Brunnen würde einfach nach 3 oder 4 Eimern eben leer sein. Deswegen bin ich immer komplett hier runtergegangen. Und wir wollen jetzt hier natürlich auch erstmal den Strainer aufstellen. Ich würde sagen, wir stellen jetzt einfach mal irgendwie so hier hin. So, und dann das Netz hier rein. Und dann haben wir das hier drin. Okay. Ich hoffe mal, das reicht jetzt schon. Guck mal, Shark Tooth haben wir 0,5% Chance. Oder 5% wahrscheinlich, ne? Nicht 0,5. Genau, 5%. Okay. Ich hoffe mal, das reicht. Eigentlich müsste das hier schon alles gewesen sein. Das heißt, er steht im Wasser. Das tut er. Das ist sehr gut. Unser Netz ist hier mit drin. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich nur noch warten. Hoffe ich zumindest. Lesen wir uns das nochmal ganz kurz los. You need to craft the Strainer Base and then Survivalist Strainer to complete the Advancement. Gut, das haben wir gemacht. Das haben wir bekommen. Und damit ist das auch alles gut. Dann lassen wir dich jetzt einfach mal stehen. Lass nicht arbeiten. Und wir sammeln in der Zwischenzeit unseren Dark Gem ein. Denn dann schalten wir auch dieses Advancement wieder frei. Und können mal gucken, ob sich da noch was weiteres auftut. Das heißt, wir nehmen dich einfach ganz kurz ins Inventar. Und da haben wir es. Jawohl. Castcrafter mit die Advancement Dark Gems. Sehr cool. Okay, gut, dann haben wir jetzt schon mal die ersten Sachen abgeschlossen und wir machen direkt weiter mit den nächsten und das ist praktisch die Mill, die wir machen müssen. Da kommen wir hier dann bald dran, das heißt, wir können uns jetzt dann ein Rad machen und dafür brauchen wir erstmal einen Sattel und Sattel kennen wir auch schon, 3 Leder und eine Leather Cordage. Das heißt, wir müssen uns nochmal mehr Leather Strings machen, leider. Das ist natürlich nicht so gut. Und die werden dann wiederum zu, wie wir es davor schon gelernt haben, zu den gleichen Sachen. Wie immer. Und 3 Stück davon mit 3 Leder zusammen werden dann zu einem Sattel. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ich weiß gar nicht, ob wir den Sattel wirklich benutzen. Ich meine, wir können ihn einfach mal auf unser Pferdchen machen. Das kann ja nicht schaden. Aber Sattel ist don't settle for anything less. Ja, das ist gut. Okay. Ich habe auch übrigens sehr gerne Suits geguckt, wer die Serie von euch vielleicht kennt. Da sollte man ja auch nicht unbedingt zetteln. Wirfst du mich ab oder bist du noch nicht so... Ah nein, klar, warte mal. Wir können ihn ja so reinlegen, ne? Jawohl, da sind wir. Und jetzt können wir theoretisch...
Weiß gar nicht, ob wir so selber auch pressen können. Vielleicht pressen wir so sogar noch schneller. Wer weiß. Okay, aber viel wichtiger ist das, was wir freigeschaltet haben. Jawollo! Denn wir können uns jetzt ein Rad machen. Soweit sind wir jetzt schon. Wir haben das Rad erfunden. Craftery vom Asticor to use on horse carts. Use the action key to attach horses to carts. Das werden, glaube ich, nicht unbedingt machen. Aber wir wollen natürlich das Rad erfinden und das machen wir einfach nur so. Okay, sehr unspektakulär, sehr, sehr einfaches Rad, wenn man das so sieht. Wäre cool, wenn man da irgendwie so einen Tisch hätte, wo man das Rad irgendwie wirklich bauen muss. Das wäre sehr, sehr cool eigentlich, hätte ich mir gewünscht. Aber vielleicht kommt das später irgendwann. Aber da sind wir, the wheels on the bus. Jawohl, sehr, sehr cool. Und damit können wir jetzt entweder das Kart machen, was eigentlich auch ziemlich cool ist. Das heißt, dieses Horse Card hier oder generell das Card, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich großes Inventar, wenn man das so sieht, dass man eben mit sich rumziehen kann. Also wenn man auf Erkundungszug geht, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir es unbedingt benutzen wollen, denn für uns interessant sind vor allem diese Gears hier. Geared up for rotations. Use your knowledge of the wheel to make a gear. Und das ist die Sache, die wir jetzt machen wollen, denn jetzt kommt eben eine... Oh, dafür brauchen wir erst Buffalo Tooth. Okay, also wir müssen erst Totemic machen. Krass. Das habe ich nicht gewusst. Dann werden wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge angehen, denn viel mehr wollen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Also zu Totemic, das sind praktisch die Sachen hier eben, die Shake, Rattle and Roll, Craft, Rattle, Flute and Drum, Needle for Totemic Ceremonies. Dann kriegen wir das Buch davon, von Totemic, at Totemic. Das sind praktisch die Sachen hier. Und dann kriegen wir das Totemipedia. Und mit dem können wir uns angucken, wie... ja, verschiedene Zeremonien sind. Also dann haben wir wirklich eben so eine Trommelzeremonie, wo wir dann zum Beispiel Sonne werden lassen können, wir können es regnen lassen oder wir können eben Kühe in Büffel umwandeln, um die Büffel zu töten und damit dann unsere verschiedenen Sachen zu bekommen. Also sehr, sehr cooles Zeug auf jeden Fall. Was ich jetzt nochmal ganz kurz mache, sind 9 Oakwood in unseren Ofen werfen, denn wir brauchen ein bisschen... Warte mal, bevor ich das mache, es kann sein, dass wir das gar nicht so bekommen. Richtig, kriegen wir nämlich auch nicht. Dafür brauchen wir besondere Dinge. Das heißt, wir wollen Charcoal so. Oder wir benutzen eben diese Teile hier, die wir hier bekommen haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Das waren Oakwood Piles, glaube ich, ne? Genau. Oak Slats, Riprite, Extra Support for Thatch. Nee, das war es nicht. Oak Fish Trap war es auch nicht. Es waren so Piles, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir die schon freigeschalten haben. Es kann natürlich auch sein, dass die generiert sind. Aber wir die noch gar nicht kennen. Oak Log Stack. Produces Fair Grade Charcoal. Must be buried in dirt. Genau. Das hier müssen wir dann wahrscheinlich anzünden, ne? Das heißt, wir haben einfach, ja, Dirt. Zünden das Ding hier an. Und dann sollten wir vielleicht sogar Charcoal rausbekommen. Sollen wir das einfach mal ausprobieren? Wir setzen praktisch Stich hier rein. Nehmen uns jeweils wieder 2 Sticks. So. Legen einen davon in die Offen, den anderen hier hin. Machen das hier. Und da machen wir das Ganze zu. Es brennt wahrscheinlich weiter. Ne, es hat aufgehört. Okay, es hat... komisch. Okay, gut. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier herstellen. Denn ich will Charcoal haben. Das brauchen wir nämlich eben auch. Charcoal Powder. Und da müssen wir gucken, wie wir drankommen. Denn ich glaube eben, das einfach so im Ofen zu schmelzen, das geht nicht, oder? Nein, wir können es, glaube ich, im Kiln schmelzen. Aber da kriegen wir so Low-Grade Charcoal. Ich weiß nicht, ob wir daraus auch was Gutes bekommen. Okay, das sehen wir dann. Das war's heute von Zeftig Ages. Wenn es euch gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Schaut morgen wieder vorbei. Haha, nevermind. Am Ende nochmal ganz kurz eine andere Sache rausgefunden. Denn wir können uns aus dieser Low-Grade Charcoal, die wir bekommen, wenn wir einfach einen Holzstamm in unseren Kiln packen, die können wir in einen Grindstone werfen und uns damit wunderbar normale Charcoal erstellen. Und die wiederum, das ist genau das, was wir wollen, können wir in der Presse zu einem Charcoal-Block machen. Das heißt, zu einem richtigen Charcoal-Block. Und das Ganze können wir dann wiederum später in einem Grindstone zu Charcoal Powder machen. Wahrscheinlich können wir auch normale Charcoal benutzen, um daraus Charcoal Powder zu machen. Aber der Charcoal Block ist eben auch ein Achievement, deswegen wollen wir das Ganze freischalten. Also ganz kurz nochmal ein bisschen grindet und dann gleich in die Presse geworfen. Und dann kriegen wir noch einen Charcoal Block. Das ist doch ziemlich nice. So, und gehen wir den letzten. Da sind wir. Sehr gut. Die nehmen wir hier runter, werfen davon 9 Stück hier rein. Bada bing. Und dann fängt das an zu laufen. Jetzt will ich probieren. Wenn ich hier drin laufe, geht das dann schneller? Nee, geht gar nicht. Ich muss von alleine laufen. Krass. Okay. Aber theoretisch könnten wir mit dem Pferd dann davon reiten, wenn wir mal auf Erkundungstour oder so gehen wollen. Aber jetzt ist er praktisch gleich fertig. Oh, das ist so cool. Okay. Lauf mal ruhig weiter im Kreis. Du schaffst das schon noch richtig, hoffe ich.
Gleich dieser, jawohl, unser Jaco Block, pressing your luck. Das heißt, das haben wir jetzt komplett damit abgeschlossen. Sehr cool. Also, in unserem ersten Kapitel findet es praktisch nur noch die Zeremonien und diese Giergeschichten. Das können wir alles in der nächsten Folge machen, hoffe ich. Und dann natürlich auch eben den Grill. Dann kommt bald die Schmiede und dann sind wir schon bald in dem nächsten Zeitalter. Also, ich glaube mal in der dritten Folge, die jetzt dann bald kommt. Zwei Folgen noch und dann die dritte sind wir im nächsten Zeitalter. Okay, das war jetzt wirklich so weit. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.